Hallo und willkommen zurück bei Fortress Kräfte Wolf Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Grüß euch. Neue Aufnahmesession, jawohl. Wir vergessen nämlich immer zum Abdrücken und zu beenden die Folge. Ja. Werden wir auch so beibehalten, glaube ich, haben wir gerade gesagt, dass wir jetzt einfach durchgehend immer so eine Stunde oder so aufnehmen und Tibra schneidet es dann. Ich schnipsel das dann weg. Du schnipselst. Gut, ich hole mir noch ein Zinn für die Storage Hopper und dann. Und das hat mir ich gerade geholt und hab die. Ich hatte das letzte Mal einen Zuseher, ja, der gesagt hat, typisch Frau, die sich immer alles rausnimmt. Ja, wie stimmt. Beim Portemonnaie. Und was ist jetzt? Ja, das ist vor 10 Mal einmal, dass ich ja zu einem Zinn komme. Typisch Mann. Der einem alles vor der Nase wegschnappen will. Na stimmt, du hast ja nicht gesagt, dass du Zinn brauchst. Oh, da. Nein. Ja, waren vor 10 Aufnahmen. Ich habe gesagt, ich brauche noch was für Pipes. Das war vor 10 Aufnahmen. Nein, das war nach der letzten Aufnahme. Okay, was will ich jetzt eigentlich tun? Keine Ahnung. Ich bin etwas orientierungslos. Du, wie schaut's aus mit dem Kohlelager? Joi. Joi, okay. Nein, die Kristallglocke brauchen wir noch, also da müssen wir Produktion starten, um. Ja, weil das irgendwie gerade nicht. Die zweite Anreicherungsstufe. Ne? Da fehlt irgendwie, dass wir die Kohle fördern können, für Lagerplatz. Nein? Stimmt ja nicht. Stimmt ja nicht. Aber ich glaube, da. Müsste was da sein. Moment, lass mal schauen. Ja, der ist locked. Der Hopper, wo es von drauf kommt, ist locked. Ja, das haben wir ja aus irgendeinem Grund gemacht. Haben wir gesagt, ja, genau, wir wollen da drüben muss das. Muss noch einiges abgebaut werden. Ja. Aber die Lagerfläche hier ist leer. Ja, wenn nirgends eine Kohle herkommt. So, jetzt muss ich wieder rauf. Sonst hätte ich da nämlich einfach jetzt einmal kurz vorgebaut, damit diese Pfropfen da, diese. Ja, dass mehr leere da sind. Na, das ist diese Glötze hier. Wo habe ich gesagt, ist das was leer? Ja. Voll. Die davon nach vor sind leer, weil der gestoppt ist, der eine. Irgendeiner ist da gestoppt, warte mal. Aber gut, das rennt nur in diese eine Richtung, das kann ja nichts werden. Ich bin ganz im Eck. Ich glaube, ich bin schon da. Ja. Anderes Eck. Wo ist ein anderes Eck? Hinteres Eck, wo das Raum fliegt. Ach so, ne, das ist ja nur dort, wo wir welche abbauen. Und da haben wir gesagt, wir wollen die da hier vorne als erstes loswerden. Darum habe ich die dort abgedreht. Okay, so, ich könnte von hier nach vor zwei, drei Reihen dazu anlegen. Ja. Ich weiß nicht, was wir da brauchen. Ach so, du meinst, dass schneller. Ja, das Lager. Kohle weggeht. Das ist Lager. Ja, würde da hier oben. Da oben. Okay. Warum stehen wir da zwei nebenbei? Okay. Weiß ich nicht. Ah, die genau, ich das ist ja die normale Kohleanreicherung und uns fehlt jetzt nur die zweite Stufe, da müssen wir aber wieder etwas produzieren. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, machen wir vorher Nickel und Titanium fertig. Ja, da ist dieses Eck, da kannst du auffüllen. Das Eck? Ja. Okay. Ich würde einfach da anfangen, da erinnern. Aha. Und dann Reife rein halt. Okay, und die noch. Das ist ja so, wo es abbiegt dann. Ja, ne? Nach rechts weglaufen lassen. Rauf und nach rechts weg. Ja. Okay, rauf und dann rechts rein. Das heißt. So, gut, und wir gehen jetzt Nickel und Titanium aufbauen, die Rohre. Seit 5 Folgen mache ich das schon, glaube ich. Na dann. Ich habe beim letzten Mal mit dem Lift relativ lange rumgetan. Wie hast du das? Ach, du hast dir irgendein System überlegt, wie wir ums Eck das am besten befüllen, gell? Eine Pipe rauf, ein Storage Hopper, eine Pipe nach rechts. Eine Pipe rauf, ein Storage Hopper, eine Pipe nach rechts. Das muss ich jetzt einmal behirnen, ja? Mhm. Ich glaube, du bist mir schön. Nein! Oder kannst du das ja vorher machen? Nein, ich komme jetzt nicht wieder rauf. Ich fange außen an, ja. Außen. Ganz außen? Von außen nach innen oder von innen nach außen? Von innen nach außen. Okay, dann von innen nach außen. Das ist ja eine lustige Folge. Ich laufe nur herum und bin total
orientierungslos. Eine bei rauf, Storage-Hopper, eine bei einfach rechts. Da entstehen aber dann Löcher wie im Raster. Ist ja, das genau. So? Ah, ich glaube, ich hab's. Da kommen dann diese Glasblöcke rein. Ja, aber das können wir später mal machen. Ja, von mir aus. Das ist jetzt nicht mehr wirklich wichtig. Eine Pipe rauf, eine Pipe nach rechts. Okay, gut. Alles klar. Mein Gott, sie hat... Glas soweit. Kommt jetzt halt nicht da wieder auf. Ja, ich habe mit der Nickelpipe habe ich schon begonnen, außerhalb der Aufnahme, darum sind wir da schon ein Stück herunter. Mein Gott, sie hat. Ich glaube zumindest, dass es außerhalb der Aufnahme war. Da hat die Tibra noch irgendwas gefarmt. Die Zeit hat er gleich genutzt. Ups. Voll Staste wurde es. So. Kommt da auch was? Ah, das muss ich doch von hinten auffüllen, sonst kommt ja da nichts. Na passt, mache ich das auch. Sonst kommt ja da nichts. Ich wusste doch, da war was. Ich muss da. Oder ich muss nur da ins Storage Hopper. Die Logik hat mich wieder. Jawohl. Message des Tages. Ja. Die Logik hat mich wieder. Tiefer entflieht im Chaos. Sofern das möglich ist. Ich liebe Chaos. Ja, nicht vollzeitmäßig, natürlich nicht. Aber kurzfristig. Oh. So ein intellekter Ausflug. Weiß ich eigentlich, wo ich hin muss? Auf welcher Tiefe? Da haben wir es schon. Ja, da bin ich nämlich beim letzten Mal runter, aber ich habe mir das nirgends aufgeschrieben. Und das letzte Mal ist eine Woche her. Ja, da denkt man sich immer, ah, das merkt man sich schon. Nein, das habe ich mir sicher nicht gedacht. Ich denke mir das gelegentlich. Ich hab mir eher nicht gedacht, dass eine Woche Pause ist dazwischen. Ja, stimmt. Das aber bei uns ist eine richtige Hitzewelle ausgebrochen und das war einfach unmöglich, da was aufzunehmen, gell? Wir haben mittlerweile 36 Grad. Ja. Es ist. Und extreme Windstürme mit Windstürme, ja. Also aber total heiß. Also nicht abkühlen, sondern es sind irgendwelche so Afrika-Winde oder so, was da übers Mittelmeer kommen. Schrecklich. Ja. Ein Wahnsinn. Nicht zum Aushalten. Unser Büro nicht klimatisiert, wo wir aufnehmen. Es ist. Ja. Und nachdem Server und die zwei Aufnahme-PCs laufen, ja. Die gewisse Ausstattung haben, wird es da schnell relativ warm herinnen. So. Ich muss da jetzt trotzdem zwei Längen anfüllen, damit die hinten einfach nachkommen. Huch. Ah. Cool. Was denn? Na, ich bin da gerade in irgendeinen unserer Gänge. Okay. Ja, das ist. Wir bohren sich ja wie Holz, wenn wir durch die Gegend. Ne? Jo. Die Würmer bei Dune. Genau. Muss auf alle Fälle irgendwo so Richtung 500 runter. Oh, das ist schon tief. Ja. Ein Stückerl. Bei 174 bin ich gerade. Raff. So, jetzt schauen wir. Jetzt wird die Kohle weggehen. Nicht nur im Game, auch im richtigen Leben geht die Kohle weg. Was? Ja. Ah, das verdiente Geld, husch, weg ist. Naja. Im Game macht's Spaß, im Leben nur kurzfristig.
Naja. Ja, eh. Kommt immer drauf an, wohin. So. Die neue Technikspielereien, ja. Immer toll. Ja, das ist. Aber alles andere. Für steuerliche Staatsabgaben eher nicht so lustig. Das ist ein bisschen bitter. Aber ja, dafür hat man ja Sozialleistungen. Stimmt schon. So. Rohr. Die Rohre gehen weg wie die warmen Semmeln. Ja, im Labor haben wir wieder habe ich wieder Projekte durchlaufen lassen während den Farmen, weil wir haben ja auch nachgefarmt, wie man sieht, ja wieder so 1000 Pipes ungefähr. Ja. Was war denn das? Was war es? Minecart. Aber ich glaube schon, es ist improved, weil das Standard haben wir davor schon mal. Mhm. Und Minecart, wird das heißen, ich glaube Logistics oder so, keine Ahnung, auf alle Fälle sind da irgendwelche zusätzlichen Schienen und so weiter drinnen. Also das wird auch noch ein spannendes Thema. Das freue ich mich auch schon. Weil wenn jetzt dann einmal da grundsätzlich die Infrastruktur steht. Genau. Dann geht es natürlich jetzt dann weiter, einerseits ab in die Tiefe und andererseits natürlich der Aufbau jetzt von dem ganzen Zeug, das was wir alles erlernt und geforscht haben und bis jetzt noch nicht verwendet haben. Lagertätigkeiten werde ich in Zukunft dann außerhalb der Aufnahmen machen, weil das Aufbauen ist. Ja, wir zeigen es jetzt einmal für ein paar Aufnahmen, also auch da die Pipewege, die ich anlege, seht jetzt einmal, wie wir es machen. Aber ja, für die nächsten Ressourcen, die dann so einen Pipe-Transport nach oben kriegen, das werden wir nicht mehr jedes Mal aufnehmen. Stimmt. So, der werkt schön. Wo geht das hin? Wo geht das hin? Wie groß ist das? Ja. Das ist größer. Ups, da ist wer gefallen. Es ist viel bin größer. Und. Ja, super. Freue mich für dich. Ja. Das geht bis da. Hab's überlebt. Na dann. Ist trüb, gleich die Freude. ohne Worte. Ah, na, das passt. Ja, Steam Summer Sale ist vorbei. Ja, und wir haben sehr ein bisschen was zugelegt. Und was hat die Tibra angeschafft? Ich habe mir Project Highrise, so diese Simulationen, Hochhaus zu bauen mit Büros, Wohnungen, Lokalen und so weiter, dass er auch Geld erwirtschaftet. Dann, das hast du, glaube ich, vorher schon gekauft, haben wir Arma 3. Arma 3, ja, hat jetzt die Tibra auch, also wird nicht allzu lange dauern. Ich bin noch im Überlegen, ob wir es online spielen oder selbst, gell? Ja, also ich habe den Server auch schon installiert bei uns. Ich muss mir das noch anschauen, jetzt mit mehr oder weniger Quests oder Jobs, wie wir die reinkriegen, weil das ist ja eigentlich nur das Kartenmaterial, was da drin steckt. Achso. Aber du brauchst ja dann. Es ist nicht so wie bei Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands, dass da. Also es gibt schon eine Kampagne, die du spielen kannst. Über ein paar Einsätze, aber dann ist es eigentlich vorbei. Aber es gibt so Marksman, also Sniper-Aufträge und so, die man glaube ich auch in den Server einspielen kann, Mods. Das muss ich mir noch anschauen. Und überlegen, ob wir es zusätzlich zu PD abwechselnd machen oder ob wir warten, bis Don Glänze dann durch ist und wir es da dann noch im Anschluss starten. Tja, warum wir einen eigenen Server wollen, ist für uns auch ganz klar. Du hast ja schon reingeschaut in das Spiel. Ich habe auf einem Multiplayer-Server, was war es, Eisenschmiede und da auf Wasteland. Also ich habe alle Server durchgenommen einmal und überall reingeschaut. Es gibt da so Arma, wie heißen die, Live-Server, also wo wirklich richtiges, halbwegs realistisches Leben simuliert wird. Also wo du als Apfel- und Pfirsichpflücker hocharbeitest. diverse Zertifikate, Dokumente musst du dann erwerben, also zum Beispiel einen Führerschein, weil sonst kannst du gar kein Auto kaufen. Und gibt dann auch so eine Zertifizierung, da bist dann halt Kopfgeldjäger und so weiter. Dauert aber irrsinnig lange, also ist mit sehr viel Farmaufwand verbunden.
wo wir gesagt haben, aufgrund der Survival Games, die wir jetzt da schon am Laufen haben, wollen wir eigentlich nicht noch eines, wo wir dann endlos farmen müssen, damit wir euch irgendwas zeigen können einmal. Also den Games haben wir momentan eh genug. Und dann habe ich mir angeschaut bei der Eisenschmiede den Server Wasteland. Das ist im Prinzip armer Multiplayer. Die Fraktionen halt, wo man halt gegeneinander, das sind so Deathmatches mehr oder weniger. Und Gebietskontrolle, um das geht's da. Also es gibt da so vordefinierte Stützpunkte, die man einnehmen kann. Und je nachdem kriegt halt die eine Fraktion mehr oder weniger Geld. Je nachdem, wer halt gerade die Stützpunkte erobert hat. Aber was dann eher uninteressant gemacht hat, war, dass einem die eigene Fraktion wegknallt, in den Rücken schießt. Nur wenn man irgendein Scharfschützengewehr hat, was sie noch nicht haben. Und ja, das war dann. Ich finde es traurig, dass so gedacht wird, weil da wird generell ein Server uninteressant gemacht und Spieler wandern weg. Ja. Und an das denkt anscheinend da keiner. Es ist natürlich was anderes, wenn es ein Player versus Player Server ist, also so wie bei DC, wo halt wirklich, ja, da kann es auch Fraktionen geben, aber grundsätzlich gilt jeder gegen jeden, dann ist man auf das eingestellt. Ja. Aber wenn ich auf einen Fraktionsserver einlogge, dann geht davon aus, dass es von meiner Fraktion also keine Gefahr droht. Ja. Ja, das Verhalten ist ein bisschen traurig, aber gut, soll so sein, wir mit uns nicht mehr. Ja, zumindest ist es geplant. Ja, schauen wir mal. Deshalb wird es noch ein bisschen dauern, dass da bei Arma was kommt, aber wir werden auf alle Fälle mal Aufnahmen machen. Ich möchte mit der Tibra auf alle Fälle die Kampagnen machen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob die Original-Arma-Kampagne Multiplayer tauglich ist. Die Apex ist auf alle Fälle, das habe ich schon festgestellt. Das sieht man auch schön in der Lobby. Und ja, entweder spielen wir die Apex durch oder ich beide. Wie gesagt, sie sind nicht allzu lang, es sind glaube ich jeweils so 30 Missionen oder so. Da dauert eine so zwischen einer halben und einer Stunde ungefähr, dass man durch ist. Aber jetzt sind wir eben momentan noch mit Tom Clancy beschäftigt und das wird noch ein Randl dauern, wenn wir derzeit auch wenig dazukommen. Ja. Das ist klassischer Hitzeausfall. Ja. Also es wird da, man merkt es ja wahrscheinlich eh schon auf beiden Seiten von uns, dass wir es derzeit sehr reduziert haben. Ja. Wir schauen, dass es ein Spiel mindestens laufend gibt, versuchen das anzureichern am zweiten Tag mit zum Beispiel PD-Aufnahmen oder so, weil die kosten uns nicht so viel Zeit, weil wir da nicht so viel farmen müssen. Mhm. Wir werden dann PD ein bisschen abwechseln mit Tom Clancy, aber recht viel mehr als wie die, als wie zwei gleichzeitig werden wir nicht schaffen derzeit mit Aufnahmen, einfach aufgrund halt Gartenarbeit und sonstiges, was man so im Sommer hat. Ja, so Pflanzengießereien und... Ich habe nebenbei noch Singleplayer Craft the World. Genau. Und das, was ich immer wieder mit einstreuen werde. Was haben wir noch gekauft? Wir haben sie beide Civ 5 genommen, Civilization 5. Ja, da bin ich sehr gespannt. Leider ist das Steam Summer Sale aus. Wenn Sie es noch nicht habt und euch interessiert, eine Rundenstrategie, die sich aber sehr schnell spielt. Also ist nicht vergleichbar mit irgendwelchen so Hardcore-Tactical-Rundenstrategie-Spielen. Sondern geht wirklich sehr schnell voran, die Züge, die einzelnen Spielzüge. Ja, kann ich empfehlen, war im Steam Summer Sale, also wirklich extrem vergünstigt. Wir haben mit allen DLCs um die 10 Euro, oder? Ja, gekostet. So. Grafik ist nicht schlecht, ist natürlich nicht ganz aktuell. Das erinnert mich ein bisschen an das erste Siedler. Mhm. Ich weiß noch, wir sind nächtelang am Split-Screen am 15-Zoll-Monitor gesessen und haben das gespielt. Mhm. Und bei Siedler ja Echtzeitstrategie war, ne? Ja, das genau. Ja, mittlerweile ist es sehr angereichert. Civ 5 war ja am Anfang nur generierte Karten und einzelne Fraktionen hat es schon gegeben, also so die typischen Großen halt. Ich glaube, Russland war drinnen, Amerika, England, Frankreich. Ja, mittlerweile gibt es also sehr exotische, auch Polynesien ist jetzt drinnen, es sind die ganzen antiken Völker mittlerweile drinnen, Babylon, Ägypten war glaube ich schon, weiß ich nicht, Mongolen, Hunnen,
altes Japan, also Samurai-Ära, China, die ganzen südamerikanischen Völker, sehr spannend, Aztekenmayas, Inkas und einige der nordamerikanischen, also es interessiert mich halt immer, da sind drinnen die Irokesen als Ostküste Indianervolk. Und von der Westküste sind es dann bei den Prärie-Indianers, Indianer, die Comanchen-Völker, die drinnen sind. Ja. Ja, also man hat wirklich viel Auswahl. Es hat jedes Volk hat eine eigene, muss man mal schauen, wo ich bin, 363, eigene Vorteile und Nachteile. Nein, nur Vorteile, glaube ich. Okay. Eigene Einheitentypen. Also immer mindestens eine Einheitentyp. Und ja, hab jetzt einmal, es gibt viele Szenarios drinnen, die man spielen kann und natürlich die offenen Karten dann. Mhm. Und es gibt mittlerweile ein riesen Kartenpack, das war alles bei den DLCs dabei, wo man auch die echte Welt jetzt mittlerweile drinnen hat. Also man kann auch wirklich auf der echten Welt spielen. Ich weiß aber nicht, ob die Völker dann genau dort verortet sind, wo sie halt in der Realität auch zu Hause sind. Das weiß ich noch nicht, weil das einfach noch nicht begonnen habe. Bin momentan dabei, so, die Szenarios. Jetzt gehört das ziemlich. Ja, und es ist Multiplayer-tauglich. Also auch da wird was kommen. Gemeinsames Let's Play von uns. Mhm. Werden wir sie noch anschauen. Aber wahrscheinlich wird sie die Weltkarte werden, muss ja jeder Volk aussuchen. Es gibt einiges zu spielen. Ah, so viele Spiele, so wenig Zeit. Hast du dir sonst noch was? Nein, das war's schon.